eines Morgens oder Nachmittags, ich weiß nicht mehr, welche Schicht das war, fuhr ich durchs Haupttor und sah bereits in der Ferne Blaulichter, Feuerwehr, alles Mögliche, was die Basis zu bieten hatte. Und im Overhead-Pattern eine Phantom, die mir sofort ein bisschen komisch vorkam, denn man sah nur zwei Räder, nämlich die beiden Hauptfahrwerksräder. Das Bugfahrwerk war nicht da. So, ich bin dann in die Staffel gefahren, habe mich kurz erkundigt, was ist da draußen los? Und da sagte mir der Einsetzer, die Besatzung bekommt das Bugfahrwerk nicht raus. Sie haben es schon versucht mit G-Belastung, also 4 Gs ziehen, ob es dann durch Schwerkraft rausfällt, nichts zu machen, keine Chance. Man hat dann alles Mögliche probiert, alle Checklisten durchgegangen. Man hat es leider nicht geschafft, was der Plan gewesen wäre, den großen Zentraltank über einen Kartoffelacker abzuwerfen, aus welchen Gründen auch immer. Also musste man, als der Sprit zu Neige ging, die Entscheidung treffen, wir landen auf 2 Rädern, ohne Bugfahrwerk. Die Feuerwehr hatte die komplette Landebahn eingeschäumt mit einem Löschschaum und aufgrund der Treibstofflage musste sich die Besatzung entscheiden, der nächste Anflug zur Landung zu bringen. Das hat man dann auch getan, nicht wissend, weil es keine Vorschrift hergab oder es einfach nicht beschrieben wurde, was der Centerline-Tank unter dem Flugzeug macht. Berührt er die Bahn? Hebelt er das Flugzeug aus oder ist noch Luft drunter oder was auch immer? Auf jeden Fall, die Option, die Schleudersitze zu betätigen, wurde fallen gelassen. Die landende Phantom tauchte also mit dem Hauptfahrwerk in den Löschschaum ein. Der Löschschaum spritzte natürlich hoch, sah sehr impressiv aus. Dann hat der Flugzeugführer versucht, die Nase so lange wie möglich oben zu halten, logischerweise, damit dann Geschwindigkeit verliert, hat den Bremsschirm gezogen und dann senkte sich die Nase, dann wurde der aufgewirbelte Schaum noch mehr und man sah eigentlich von der Phantom kaum mehr was, bis sie dann oben im Norden zum Stehen kam. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob mit oder ohne Hakenfang, aber ich glaube, aufgrund des Reibungswiderstandes und der Bremsen, die noch funktionierten, kamen die so zum Stehen, aber sie haben mit Sicherheit den Fanghaken ausgefahren. Dann stand die Maschine und die Rettungskräfte fuhren natürlich an die Cockpits. Und dann kam, also wirklich für mich erstaunlich, gingen beide Dächer auf. Es war nichts verbogen, es war nichts krumm. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass auch der Centerline-Tank noch Platz hatte zur Landebahn. Und das Flugzeug letztendlich auf 2 Reifen, auf 2 Hauptreifen und auf dem Gehäuse der Bordkanone gelandet ist. Was ja doch einige Zentimeter Stahl sind, sodass dem Flugzeug eigentlich nichts passiert ist, außer dem verbogenen Bugfahrwerk, was man wieder reparieren konnte. Seitdem haben wir dann immer gesagt, und es gibt noch ein paar so Episoden, McDonnell Douglas hat einmal versucht, die Phantom aus Granit zu bauen. Sie haben aber dann gesagt, Stahl ist doch leichter. Und somit gehen solche Sachen halt gut. Das möchte ich mit einem Eurofighter oder mit einer F-16 oder was auch immer jetzt nicht mehr so behaupten.